Dieses Programm stellt Fragen. Die Fragen derer, denen es schwerfällt, Gott zu vertrauen. Die beste Antwort sind Menschen, die täglich am eigenen Leib Tragödien durchleben. Meine Freunde. Querschnittslähmung, Muskelschwund, Schicksalsschläge, Bankrott, Einsamkeit. Hier kommen Menschen zu Wort, die mich tief berührt haben. Ich liebe ihn. Er ist der Beste. Wie lange seid ihr verheiratet? Zu lange. Nein, gilt das schon? Ja, Ken. Okay, dann will ich jetzt ernst sein. Seit 25 Jahren. Am 26. arbeiten wir. Wo hast du mir den Antrag gemacht? Ja, eigentlich waren es mehrere Orte. Einer war in deinem Atelier. Das war der Beste. Der Beste. Der war wirklich was. Alle Farben schienen zu leuchten. Ja, kein Scherz. Ich malte gerade ein Bild mit Geranien und als er mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle, fing alles an zu leuchten. Rot, alles strahlte hell und leuchtend. Und später habe ich irgendwo gelesen, wenn man sehr aufgeregt ist oder einen Adrenalin- oder Endorphinstoß hat, dann wirkt sich das auf die Stäbchen im Auge aus. Man sieht Farben leuchtender, greller. Das muss damals passiert sein. Ich war so überwältigt. Ich glaube, in den Monaten vor der Hochzeit waren wir sehr aufgeregt. Und als der Tag endlich kam, war es ein echter Festtag. Ja, wirklich. Ich fuhr im Weg vom Brautzimmer zum Kirchensaal mit dem Rollstuhl über mein Brautkleid. Und dann waren da große, schmierige Reifenabdrücke auf dem Saum. Und ich sollte durch den Gang nach vorne fahren. Außerdem saß mein Korsett nicht richtig und die Blumen fielen von meinem Schoß und alles verfing sich in den Rädern meines Rollstuhls. Aber als ich dann Ken vorne stehen sah, da war alles vergessen. Die schmutzigen Reifenabdrücke und Flecken und der schiefe Brautstrauß und das verrutschte Kleid. Ich sah aus wie ein Festzugswagen, aber da vorne stand Ken und ich konnte gar nicht schnell genug bei ihm sein. Das war aufregend. Ja. Ich bin Johnny Erickson Tada. Egal wen Sie fragen, die Ehe ist hart. Manche meinen, jeder müsste 50% dazu beitragen. Ich erfülle meinen Teil und du deinen. Andere halten die Ehe für den Ort, wo alle Bedürfnisse gestillt werden. Da gehen die Flitterwochen schnell vorüber. Und wenn dann noch eine Behinderung dazukommt, wird die Sache noch komplizierter. Das ist der Fall bei mir und meinem Mann Ken und bei unseren Freunden Mike und Renee Bondi, die sie gleich kennenlernen. Die Bibel sagt, dass Gottes Macht in den Schwachen sichtbar wird. Ein Rollstuhl in der Ehe sollte da ein Plus sein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Hol die kleine Kanne. Die brauchen wir nicht. Doch, für das heiße Wasser. Wünsch dir eine neue zu Weihnachten. Bring das Kätzchen raus. Es will nicht runter. Hallo? Morgen, René, wie geht's? Danke, Diana. Ihr müsst bestimmt gleich los zum Spiel. Oh, stimmt. Daniel, lauf noch mal hoch und hol dein Lesebuch. Oder soll ich noch vorbeikommen? Daniel kann kurz vorbeikommen. Aber er hat doch gleich ein Spiel. Er ist fertig. Wir fahren gleich zu seinem Hockeyspiel. Als René den Unfall hatte, waren wir schon etwa ein Jahr verlobt. Ich werde den Augenblick nie vergessen, als ich ins Krankenhaus kam und René auf der Intensivstation liegen sah. Sie schaute mich mit ihren großen blauen Augen an und sagte: Schatz, wenigstens kriegen wir jetzt immer die guten Parkplätze. Ich merkte, dass ihr Körper zwar gebrochen war, aber nicht ihr Geist. Sie war noch der gleiche Mensch, mit Humor, die Frau, in die ich mich verliebt hatte. Dieser Moment gab mir einfach die Bestätigung, okay, wir schaffen das. Ich wollte dich eigentlich überraschen, aber dann kam mein Termin. Wer kam denn?
Räum das in die Spülmaschine, dann fahren wir. Renés Vater nahm mich beiseite und sagte, weißt du, Mike, wir schätzen es wirklich, dass du hier bist, aber ich möchte auch, dass du weißt, dass wir verstehen, wenn du nach vorne blicken musst. Das respektieren wir. Das war eine sehr emotionale Unterhaltung. In meiner Familie haben wir genauso offen über diese Möglichkeit gesprochen. I will sing the wondrous story of the cross who died for me. Love the God. Loved you too. When we first married. Als wir frisch verheiratet waren, kamen junge Männer und fragten: Ich habe eine Freundin im Rollstuhl. Was denkst du darüber? Ich sagte: Tut es nicht, weil es wirklich hart ist. Es war eine Herausforderung, mit diesem Rollstuhl in unserer Ehe zu leben. Okay. Vorwärts und rauf. Bei der Hochzeit waren wir sehr naiv und unerfahren. Wir hatten keine Ahnung, was die Behinderung eigentlich bedeutete. Und manchmal führte uns die Behinderung in Situationen, wo wir einfach nicht mehr weiter wussten. Ich dachte, wusstest du nicht, dass es so sein würde? Und dass ich dies oder jenes einfach nicht kann? Habe ich schon erzählt, wo wir heute hinfahren? Das ist der NAHA, der nordamerikanische Verein zur Förderung von therapeutischem Reiten für Behinderte. Einige Monate, nachdem ich wieder zu Hause war, es war im Frühling, da meinte Mike, ich glaube, wir müssen den Termin für die Hochzeit nochmal umplanen. Ich dachte, soll das ein Scherz sein? Ich weiß nicht, ob ich es laut gesagt habe, aber gedacht habe ich's. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht wahrhaben wollte. Ich glaube zum Teil schon. Ja, das war wohl so. Ich glaube, wir hatten beide das Gefühl, ich versuche mich gerade zu erinnern, warum, aber wir waren beide so weit, dass wir sagten, es wird schon gut gehen. Nach dem Unfall fühlte ich mich nicht mehr würdig, Mikes Ehefrau zu werden. Ich fühlte mich nicht würdig, eine Schwiegertochter zu sein, oder eine Schwester, oder eine Mutter. Ich fühlte mich nicht würdig, geliebt zu werden. Und das ist heute noch so. Wenn Mike sagt, ich liebe dich, will ich immer antworten, das soll ein Scherz sein, oder? Ich weiß ja, was er alles aufgeben musste. Da sind wir. Glückwunsch! Ich habe noch nichts gemacht. Doch, du kriegst diesen Preis. Ich freue mich so für dich. Na, aufgeregt für deinen Bruder? Das ist meine Schwester. Schön, dass du da bist. Oh, ich bin so aufgeregt. Hier sind wir wirklich am Geschehen. Mein Mann soll mein Mann sein, nicht Krankenschwester oder Pflegepersonal. Ich will so viel wie möglich selbst schaffen, Medizin bestellen und den Plan machen, wer mir morgens aufhilft und mich abends ins Bett bringt. Das mache ich. Meine Damen und Herren, willkommen zur ersten Hälfte unseres Unterhaltungsprogramms. Unsere diesjährigen Neuaufnahmen in die John Burroughs Hall of Fame. Ich hatte zumindest für eine kurze Zeit noch das Vergnügen, diesen Mann persönlich zu kennen. Ken Tada. Die Indians danken Ken für alles, was er in den letzten 32 Jahren für uns getan hat,
und seiner Frau Joni für die Opfer, die sie brachte, um ihm zur Seite zu stehen. Ich kann meinem Mann kein Spiegelei kochen, seine Handtücher falten, seine Unterwäsche einräumen. Aber ich kann ihn zu seinen Träumen ermutigen, für ihn beten, ihn loben, ihn segnen. Ich kann ihn aus dem Haus werfen, damit er mit seinen Freunden vom Bibelkreis angeln geht. Raus mit dir, amüsier dich mal. Ich glaube, Ken weiß das zu schätzen und er ist mir einfach als Person wichtig. Nicht, was er für mich tut, sondern was ich tun kann, um sein Leben ein wenig einfacher zu machen. Okay. Great. Thank you. Herzlichen Glückwunsch. Wissen Sie, das ist immer die gleiche Routine. Die gleiche Routine. Jede Nacht aufstehen. Ken dreht mich jede Nacht einmal um. Ich muss nur einmal in der Nacht gedreht werden, aber trotzdem. 25 Jahre lang, jede Nacht aufzustehen, die Kissen hinter dem Rücken seiner Frau herausziehen, sie auf die andere Seite drehen und dort wieder hineinstopfen, das ist hart. Aber es gibt ja auch anderes, was wirklich positiv ist. Love life. Das Leben und die Liebe waren traumhaft. Ich war verlobt mit einem großartigen Mann namens Mike. Ein Jahr, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, heirateten Mike und ich. Und ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass er in Long Beach stationiert war. Zumindest für mich. Ich versuchte, ihn immer wegzuschicken und sagte, geh, was für eine Frau kann ich schon für dich sein? Ich weiß nicht mal, ob ich Kinder kriegen kann. Aber weil er in Long Beach stationiert war, blieben wir immer in Kontakt. Mike hätte mir 1000 Mal am Telefon sagen können, dass er mich nicht verlässt. Ich musste ihm dabei in die Augen sehen, stimmt's? Und vor etwa 3 Wochen haben wir unseren 18. Hochzeitstag gefeiert. Dafür bin ich dankbar. Ein Lob an Mike. Praise Mike, right? All right. Good afternoon. I think for many women. Ich glaube, wir Frauen wollen oft einfach in den Arm genommen werden. Und wie Mike jetzt gerade sitzt, mit seinem Arm um mich, das ist sehr typisch für uns. Das mache ich doch nur, damit ich sie kneifen kann, wenn sie irgendwas Falsches sagt. Sicher, mit dem Unfall hat sich unsere sexuelle Intimität sehr verändert. Ich meine, die Erwartungen haben sich dramatisch verändert. Und das ist eines der schwersten Dinge an der Behinderung. Ich denke, für uns beide. Für dich. Ja, ich denke, für uns beide. Ich meine schon für uns beide, aber ich will damit sagen, ich musste sie aufgeben. Wissen Sie, ich musste diese Intimität aufgeben. Ich hatte keine andere Wahl. Aber du nicht. Wollt ihr alles geben? Wollt ihr alles geben? Vor unserer Hochzeit waren wir uns beide einig, dass wir Kinder wollten. In meiner Familie waren wir 3 Kinder und bei René waren sie zu 4. Aber nach Renés Unfall stand das alles in Frage. Es war alles unsicher. Wir wussten nicht, ob wir Kinder bekommen könnten. Los, schneller, lauf, Michael! Die Ärzte sahen meine Chancen genauso gut wie bei anderen. Wir waren 35 und Mike meinte, Zeit für eine Entscheidung. So oder so, wir mussten uns entscheiden. Die Uhr tickte und für mich wäre ein Ja oder ein Nein okay gewesen. Aber ich wusste, dass wir eine Entscheidung treffen mussten. Nachdem wir also lange und sehr, sehr diszipliniert dafür gebetet hatten, ich glaube nicht, dass ich schon einmal so diszipliniert für etwas gebetet hatte. Ein Jahr lang, jeden Tag, ohne Übertreibung, jeden Tag. Ein Jahr lang betete ich, Herr, ist es ein Ja oder ein Nein?
Denn ich wusste, wenn es Gottes Wille ist, dann würde alles gut gehen. Wenn es ein Ja wäre, würde er auch für die ganze Unterstützung sorgen, die ich brauchte, um ein Kind großzuziehen. Und wenn es ein Nein war, würden wir einfach so weiterleben wie bisher. Und Mike hätte in seinem Herzen Frieden darüber. Und dann eines Tages sagte ich endlich zu Mike: Ich habe 80% Sicherheit, dass es ein Ja ist. Und ich denke nicht, dass wir die restlichen 20 noch bekommen. Vielleicht sollten wir es einfach versuchen und den Rest Gott überlassen. Und nur einen Monat später war ich schwanger. Das war für uns beide einfach ein Zeichen von Gott. Okay, so soll es sein. Okay, Daniel, lass uns gehen. Das war toll. Ich habe nicht einmal daran gezweifelt, dass dieses Baby perfekt sein würde. Daniel wurde geboren und ich kniff die Augen zu und der Arzt sagte: Da ist er. Ich sagte nur: Zählen Sie seine Finger, zählen Sie seine Zehen. Ich traute mich noch nicht mal, ihn anzusehen. Zählen Sie seine Finger und Zehen. Er zählte und ich rief lauter. Er zählte 4, 5 und dann kam Mikes Stimme: René, er ist perfekt. Und da erst öffnete ich die Augen. Ja, am Anfang versuchten wir, Kinder zu bekommen. Aber das sollte wohl nicht sein. Ken und ich haben ein ganz schön erfülltes Leben miteinander. Wir reisen viel, all die Menschen, die wir getroffen haben, die Orte, an denen wir waren. Immer wenn es uns mal nicht gut geht, erinnern wir uns an all das, was wir gemeinsam erlebt haben und an die Menschen, die wir getroffen haben. Mit Johnny verheiratet zu sein, ist einfach eine wunderbare Chance, mit seinem allerbesten Freund verheiratet zu sein. Und außerdem... Wirklich? Ja. Heute, 25 Jahre später, sind wir uns bewusst, dass wir als Paar einen Auftrag haben. Wissen Sie, nach 25 Jahren hat man viele Erfahrungen und so können wir heute über Themen sprechen, an die wir früher nicht mal gedacht hätten. Wenn man in der Öffentlichkeit spricht oder sich mit anderen Paaren unterhält und über das redet, was einem wichtig ist, dann lebt man das besser auch. Ja, richtig. Man kommt nach Hause, schließt die Tür und denkt: Was haben wir da gerade gesagt? Unser geistliches Wort wird geprüft. Heute freue ich mich, wenn ich einem Paar sagen kann, wenn es euch beiden ernst ist, Gottes Wort zu folgen und ihr euer Leben einem anderen Menschen schenken wollt, dann los, macht es fest. Denn eine Behinderung in der Ehe ist auch eine großartige Chance, dass Gottes Kraft in einer Beziehung sichtbar wird. Da stimme ich zu. So hätten wir vor 25 Jahren nicht gedacht. Aber heute sehen wir, wie Gott in seiner Macht Paare durch eine Behinderung enger zusammenschweißen kann, als es in einer normalen Ehe möglich wäre. Wie war dein Tag? Nach einer Woche Ferien ist Schule ganz schön hart, oder? Hast du schon gegessen? Musst du noch lesen und schreiben? Gut. Überhaupt keine Hausaufgaben. Wie kommt es, dass du keine hast? Hallo. Wie geht's dir? Ich hab's geschafft. Wie war dein Tag? Ich denke, ich verliebe mich immer mehr in René.
eher in ihrer Art und ihren Glauben als in das Körperliche. Das ist mir erst mit der Zeit immer wichtiger geworden als Mann. Was denkst du darüber, Renee? Das ist schön. Du bist bestimmt erschöpft. Ein langer, anstrengender Tag. Was wir in den ersten ein, zwei Jahren unserer Ehe durchgemacht haben, brachte uns an den Punkt, wo wir ehrlich miteinander sein mussten und schonungslos. Das heißt, wir mussten schon von Anfang an lernen, offen über unsere Gefühle zu reden. Und das hat uns stark gemacht. Es hat uns ein festeres Fundament für unsere Ehe gegeben. So schlimm der Unfall auch war, wir haben sehr viel übereinander gelernt. Dan sah heute Abend glücklich aus. Ich weiß. Wenn sie ein Spiel verlieren, ist er traurig. Redet er mit dir? Nein, nicht so. Ich glaube, dass er das, was er gerade sagt, wirklich ehrlich meint. Aber er tut mir immer noch leid. Ich bin ein armer Kerl, meinst du? Nein, nein, ich meine nicht, dass ich dich übermäßig bedauere, nur ein bisschen. Aber da ist immer ein Teil von mir, der ihm gern mehr geben würde. Weil er so ein toller Mann ist, dass ich ihm gern mehr geben würde. Das tust du doch, nur anders. Wir hätten uns das nie so ausgesucht. Ich glaube, es gab keinen Tag, an dem wir gesagt hätten, danke Herr für diesen Rollstuhl. Wir sind so dankbar dafür. So gut sind wir nun auch wieder nicht. So übertrieben fromm. Aber ich stimme Mike zu, wenn er sagt, dass unsere Beziehung dadurch sehr gewachsen ist. So ungefähr? Das fühlt sich gut an. Ich muss seine Wange spüren. Ja. Manchmal wächst ein Kind in Schüben. Und ich glaube, in einer Ehe ist das genauso. Vor einigen Jahren ist unsere Ehe einmal enorm gewachsen, als ich wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Das Gefühl, in diesem kleinen Raum eingesperrt zu sein, war schrecklich. Aber Ken holte sich eine Decke und ein paar Plastikstühle und schlief neben meinem Bett. Und jede Nacht stand er etwa alle 15 Minuten auf, 9 Nächte hintereinander, und alle 15 Minuten setzte er mich im Bett auf, klopfte mir auf die Brust, putzte mir die Nase, eine Packung Taschentücher nach der nächsten. Ich weiß noch, ich sagte, ein Teil des Eheversprechens ist, in guten wie in schlechten Tagen. Das hier sind die schlechten, oder? Ich verliebte mich wieder ganz neu in ihn. Denn ich sah seine unglaubliche, aufopfernde Liebe, mit der er mir durch die Krankheit half. Da ist unsere Ehe ein großes Stück gewachsen. Das war eben eine dieser Gelegenheiten, in denen ich Joni meine Liebe zeigen konnte. Und wissen Sie, das war einfach genau der Ort, wo Gott mich haben wollte. Und was soll man dann machen?
Oh ja. Ja, ich würde ihn wieder heiraten. Ja, ich würde es wieder tun. Hab viel gelernt. Du bist der Beste. You are the best. You're the best. Mein Mann und ich sind keine Ehe-Experten. Und Mike und Renee wohl auch nicht. Außer, Ken nehme ich mal so in den Arm wie Mike. Hier mit der Wange, das gefällt mir. Wir sind nicht mal Behinderungsexperten, oder? Nein, aber eine Behinderung kann zwei Dinge bewirken. Entweder sie lässt ein Paar zusammenwachsen oder man scheitert daran. Das stimmt. Gott gibt uns in unserem persönlichen Leben Kraft, um Schweres durchzustehen. Und auch eine Ehe wird stark dadurch, dass das Paar an Jesus und aneinander festhält, trotz und mit der Behinderung. Aber nicht alle Paare erleben das. Nein, sogar 80% der Ehen mit einer Behinderung werden geschieden. Wir von Johnny and Friends sind davon überzeugt, dass Gottes Wort da sehr viel ausmacht. Das haben wir selber oft erlebt. Seit 2 Jahren lesen Johnny und ich abends gemeinsam in der Bibel. Das ist toll. Es gibt nichts Schöneres, als meinem Mann aus Gottes Wort vorlesen zu hören. Durch unsere Arbeit mit Johnny and Friends möchten wir auch anderen Hoffnung und Hilfe geben.